Aber warum gibt es solche große Befall von Parasiten bei manchen Menschen? Weil diese Systeme, diese Alarmsysteme, die das Ganze unschädlich machen, nicht funktionieren. Diese ganze Küchenkräuter, frisch oder getrocknet, das hat alles so eine immunisierte Wirkung, also für unser Immunsystem, und hält auch die Parasiten fern. Was sind dann für dich so die Lebensmittel, die, sagen wir mal, die Parasiten am meisten füttern, die eine gute Grundlage dafür geben, dass Parasiten sich in uns ausbreiten können oder sich in uns vermehren können und in uns eindringen können, dass unser Immunsystem zum Beispiel zu schwach ist, um sie ja, also abzuwehren? Hier möchte ich so ein bisschen von anderes beginnen, also ein bisschen aufräumen, das Thema Parasiten, was füttert Parasiten? Ja, es gibt bestimmte Lebensmittel, die das füttern, aber wir müssen von Ursprung beginnen. Warum bekommen wir überhaupt Parasiten? Wir haben in unserem Körper Systeme, die eigentlich dafür gedacht sind, diese Parasiten unschädlich zu machen, und wir sind ja nicht mit Antiparasiten jetzt auf die Welt gekommen. Also unser Körper ist in der Lage, alle Parasiten selber loszuwerden. Also so wie bei Mensch, so auch bei Tier. Aber warum gibt es solche große Befall von Parasiten bei manchen Menschen? Weil diese Systeme, diese Alarmsysteme, diese ganz natürliche Systeme, die das Ganze unschädlich machen, nicht funktionieren. Das erste ist unser Mundraum, und da kommt unsere Nahrung rein. Und hier ist unsere Speichel. Also wenn die Speichel enorm, also eine gesunde Speichel, das ist ein Antiparasitmittel. Und wenn wir genug kauen, ja, ist es die erste Barriere, wo diese Parasiten, die eventuell mit der Nahrung mitgekommen sind, auch schon abgetötet werden. Weil Speichel hat ein basisches Saft und spezielle Fermente. Und diese basische Saft mit Fermente, das ist die Barriere Nummer eins. Aber wenn wir so schauen, wer kaut heute? Und ich muss sagen, diese heutige Mode, alles flüssig in sich aufzunehmen. Ich war früher auch sehr großer Fan von Smoothie, was ich heute nicht so sehe, weil die Leute können nicht mehr kauen. Sie trinken alles, und sie trinken dann diese Menge von Früchte, was sie, wenn sie das essen, halbe Tag dann brauchen, das alles zu kauen. Und die Kinder bekommen alles flüssig. Es gibt ja nur Shakes und Smoothie, was nicht schlecht ist, ja. Aber ich sehe, dass viele Menschen beginnen, sich nur dadurch zu ernähren, und machen das auch für ihre Kinder. Und da fehlt diese natürliche Barriere, weil wenn ich das Flüssige habe, schlucke ich natürlich. Warum muss ich das kauen? Ja, und die Menschen haben aufgehört zu kauen, und diese ganze Fertignahrung, die muss man ja auch nicht kauen. Das schluckt man einfach so rein. Das ist Nummer eins. Also fällt diese erste Barriere. Die zweite Barriere ist unsere natürliche Magensaft. Und wenn der Magensaft nicht konzentriert genug, wenn wir nicht konzentriert genug Säure haben, dann funktioniert auch diese Barriere, weil in diesem Magensaft normalerweise gehen diese ganzen Bakterien und Parasiten um, die werden da tot getötet. Aber wenn unser Magensaft immer weniger und weniger konzentriert ist, dann ist das Problem. Warum haben wir so schlechte Magensäure? Also die Konzentration fehlt, weil wir ständig im Stress haben, weil wir haben parasympathisches System und sympathisches System. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, diese ganzen Mechanismen, wie verdauen wir überhaupt. Wenn wir im Stress mit Handy, mit irgendeinem Netflix-Film, mit Horror oder irgendwelche da Action, uns essen, ja, kommen keine Signale im Gehirn, dass wir überhaupt essen. Ja, es kommen ganz andere Signale rein, und diese Signale sind sehr, sehr wichtig, damit ich genügend Magensaft produziere, um das zu verdauen. Also wenn ich total abgelenkt bin, habe ich nicht genügend Magensaft. Dann, wenn ich total im Stress bin,
habe ich nicht genügend Magensaft. Wenn ich wirklich mich nicht vorbereite auf mein Essen, wenn ich so unwillkürlich immer irgendwas nasche, hier eine Nuss, hier eine Dattel, hier irgendwas, das wird alles dann nicht verdaut und diese Barriere funktioniert dann nicht. Dann, wenn jemand wirklich sehr, sehr lange über mehrere Monate oder Jahre gar irgendwelche Diäten macht. Also wenn wir weniger Eiweiß essen, desto weniger Konzentration von Magensaft haben wir. Dabei die Frauen sind mehr betroffen als die Männer. Männer haben von Haus aus viel, viel stärkere Konzentration an Magensaft als die Frauen. Also Frauen leiden dann mehr an dieses Problem. Und dann kommt das Thema Verdauungsbeschwerde, Reflux, das ist immer das Problem, ungenügende Konzentration von Magensaft. Ja, und wir müssen, wenn wir jetzt schon zum Parasitenthema reden, alle diese Systeme auch anschauen. Ist das Immunraum alles okay? Habe ich wirklich eine gut konzentrierte Magensäure? Und wenn nicht, dann muss ich auch hier arbeiten, weil es helfen dir gar keine Kräuter zu schlucken, gar keine bestimmte Lebensmittel, wenn dieses System nicht funktioniert. Das war's. Ja, also genau, also diese zwei. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir unseren Magensaft besser konzentrieren. Dafür gibt es spezielle Produkte, die zum Beispiel mehr Magensaft produzieren. Ein paar davon zu nennen, also ich habe in meinem Kurs, also spezielle diese Liste natürlich, ein paar davon zu nehmen, das ist Gurke, das ist Zitrone, halbe Stunde vorm Essen unbedingt Zitronensaft Wasser trinken, natürlich ohne Honig, weil manche denken, Honig ist gesund, deswegen tun wir Honig noch rein. Also man kann zum Beispiel was Saures halbe Stunde vorm Essen nehmen und da beginnt der Magen schon, diese Magensaft besser zu konzentriert produzieren. Da kann man essen nach halbe Stunde. Wenn hier nicht funktioniert, gibt es bestimmte Helfer. Also das sind die Fermente, die man zusätzlich zur Verdauung nehmen kann. Da gibt es spezielle verschiedene. Also hier muss man unbedingt mit Begleitung arbeiten, weil natürlich gibt es verschiedene davon, Papaya vermehrten, also die helfen zur Verdauung. Aber manchmal ist das Problem, dass die Menschen auch diese Fermente, die man auch zusätzlich nimmt, dann nicht verträgt. Ja? Weil wenn Magensaft nicht konzentriert genug ist, dann gibt es eine Kaskade von viele, viele Symptomen, die zu parasitäre Probleme noch zusätzlich dazu führen, ja, weil diese Barriere nicht da ist. Wir haben dann dritte Barriere. Und die dritte Barriere, das ist heute wirklich bei vielen Menschen auch funktioniert nicht, das ist unsere Gallensaft. Ja, unsere Gallensaft ist absolut super Barriere für alle Pilze, Parasiten, was da reinkommt, Viren. Ja, aber wenn wir heute im Stress sind, Menschen sind heute im Stress, ja, weil alles schnell, 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 wird nicht genügend Gallensaft produziert, wird nicht genügend Gallensaft zum Essen abgegeben und Stress führt dazu, dass unsere Gallenblase, unsere Gallengänge total verspannt. Ja, und das alles fließt dann in den Zwölffingerdarm, also diese Gallensaft in den Zwölffingerdarm durch Sphincter Ode wird dann mit dem Nahrung vermischt, aber wir haben hier durch Stress eine Verspannung, ja, und dann kommt der Gallensaft raus, aber der kann gar nicht weiter, ja. Entsteht Stau, entstehen Probleme dann wieder mit Verdauung, Blähungen. Der Mensch hat Probleme, Schmerzen in der rechten Seite unter der Rippe. Ja, und sagt, ich vertrage das nicht und jenes. Aber das ist auch durch Stress, durch falsche eventuell Frühstück, Nahrung. Also es gibt ja viele hier natürlich Ursachen. Und man muss daran arbeiten, auch unbedingt mit, bevor wir überhaupt mit irgendeinem antiparasitären Programm beginnen sollen. Also das ist so meine Ansätze. Aber so generell, welche Lebensmittel, ja, welche Lebensmittel für uns ungünstig sind. Hier muss ich einfach sagen, wenn bei dir alle Probleme, alle diese Barriere super funktionieren, dann kannst du auch Nägel verdauen. Gibt es
spezielle Lebensmittel, vielleicht auch aus der russischen Volksmedizin, die nochmal besonders antiparasitäre Eigenschaften haben? Ja, also antiparasitär sollen wir immer essen. Also wir sollen immer jeden Tag in unserer Ernährung Produkte haben, die auch so eine antiparasitäre Eigenschaft haben, antimykotisch, antiviral und so weiter und auch für unser Immunsystem natürlich als Pluspunkt haben. Also generell sind alle Gewürze kommen in Frage. Alle Gewürze, besonders die man gut verträgt. Es gibt ja natürlich Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit viele Gewürze nicht vertragen. Also hier unbedingt auch schauen. Wenn du etwas nicht verträgst, dann weglassen. Was ich halt von altrussischer Medizin kenne oder was ich auch von meiner Kindheit kenne, wir haben immer, so wie in Ayurveda, diese Gewürze, Gläschen. Also ich habe in so einem Gläschen Mischung. Da sind Kreuzkümmel drin, Anis drin, Nelken, da habe ich Kardamom auch drin. Das sind alles so Gewürze, also ungemahlene, ja, so Samen. Fenchelsamen sind ganz wichtig und Dill. Dillsamen. Dillsamen, das ist das Problem. Man findet das normalerweise nicht im Gewürzregal in Deutschland, im Russischen schon. Aber man kann es in Apotheke oder in praktisch in Apotheke im Internet bestellen, Dillsamen oder zum Not beim Pflanzen, also zum Pflanzen praktisch Dill. Und dieses Dill gehört auch unbedingt in dieses Gläschen rein. Das wird alles gemischt und das steht bei mir in der Küche und man nimmt so Prise voll. Und das kommt immer nach jedem Essen rein und es wird erstmal gelutscht, gekaut und dann wird geschluckt. Das habe ich auch, wo ich später mich mit Ayurveda beschäftigt habe, also vor vielen Jahren, habe ich auch bei Ayurveda gesehen, dass die genauso machen. Also es ist anscheinend so eine Volksweisheit, dass nach dem Essen erstens regt das die Verdauungssäfte an, also unsere Verdauungsfeuer sind die Gewürze sehr, sehr wichtig und speziell Dillsamen, die sehr, sehr gut sind, gerade bei solchen Parasiten wie Lamblehen und Pistorchosis, also das ist, arbeiten sehr, sehr gut. Also Dillsamen immer lutschen und auch das alles in die Speise rein. Also man kann gerne auch in die Speise Kurkuma. Dann Nelken kann man speziell lutschen, wenn man zum Beispiel Probleme im Mundraum hat, Entzündungen, schlechte Heilung oder wenn jemand Pickel hat, da sind die Nelken, also Gewürznelken zum Lutschen wirklich sehr gut. Und Leute, also meine Leute, die mit mir arbeiten, die lieben es, weil es macht ja auch sehr, sehr gute Atem. Menschen die zum Beispiel so aus dem Mund riechen aufgrund ihrer Krankheit, lutschen dann dieses und es hat auch sehr, sehr gute dann Geruch aus dem Mund. Das kann man lutschen, kauen, schlucken, so wie Lorbeerblätter, die kann man auch daran kauen. Es ist sehr, sehr gut so mitzunehmen, so irgendwo in die Tasche. Die Männer haben hier Tasche, hier ein Lorbeerblatt und dann hier ein Stückchen, also diese getrocknete, gell? Beißt du ab und dann lutschst du sehr, sehr, sehr lange und das ist so ein bitterer Geschmack, ja, und funktioniert super gut. Außer du hast Verstopfung, dann musst du mit Lorbeerblätter ein bisschen aufpassen, weil das so ein bisschen stoppt. Also im Grunde, alle diese Küchengewürze, so wie auch Majoran oder was gibt's da alles jetzt, fällt mir nicht ein. Also diese ganzen Küchenkräuter, frisch oder getrocknet, das hat alles so eine immunisierte Wirkung, also für unser Immunsystem und hält auch die Parasiten fern.
Und gibt es noch spezielle andere Lebensmittel, wo du sagst, außer den Gewürzen, die man da auf jeden Fall integrieren sollte? Also für mich sollte? Ist das Gurke. Gurke, also wenn du Gurke gut verträgst, natürlich Bio-Gurke hoffentlich, ja. Und Gurke hat sehr, sehr gute Eigenschaften, gerade beim Helminthen, also Befall, also wenn da tatsächlich Helminthe in Frage kommen, dann Gurken. Also Gurken unterstützen auch, dass Magensaft ein bisschen besser wird, konzentrierter wird, außer du verträgst. Wenn du keine Gurke verträgst, dann bitte keine. Also wenn wirklich, es gibt Menschen, die sind so krank, vertragen keinen Rohkost, hier auf gar keinen Fall auch keine Rohkost geben. Also hier muss man natürlich individuell arbeiten. Dann auch Fenchel, auch super tolles Produkt, kann man auch so roh kauen oder auch gedünstet damit arbeiten, sowie Sellerie im Ganzen, nicht Selleriesaft, weil Selleriesaft, das ist auch so ein neuer Marketing, ja, so Mode gekommen. Der Körper braucht auch die Ballaststoffe, ja, wir können nicht alles pressen. Ja, ab und zu mal schon, aber es muss ja auch das Innere vom Pflanze drin sein, ja, also es soll nicht immer alles rausgepresst werden, gerade die Ballaststoffe, das ist das, was unser Körper davon sehr viel profitiert, von allem unsere Dickdarm. Und wenn wir Säfte viel trinken, müssen wir aufpassen, dann haben wir sehr, sehr hohe Konzentration manchmal an Säuren, an Oxalsäuren, an Lektine, an Phytine, was die Pflanzen hat. Also damit muss man sich auch beschäftigen, weil wenn ich so eine Stange Sellerie habe und das alles presse und Sellerie hat auch eine ordentliche Proportion von Oxalsäure, dann habe ich eine ordentliche Portion von Oxalsäure. Wenn ich das so esse, habe ich Ballaststoffe, nutze ich meine Zähne, damit mein Kiefer auch nicht altert. Wenn Kiefer altert, dann geht das ganze Gesicht nach unten und die Frauen kommen zu mir. Ach, warum sehe ich aus wie eine Bulldogge? Und sage, weil du nicht mehr kaust. Ja, weil das alles schon degeneriert. Also wir haben hier mehrere Dinge, wenn wir kauen, ja, diese Sellerie. Und wir haben dann nichts, wir können dann nicht so eine Menge von diesem Sellerie essen. Das kannst du nie im Leben so viel essen, was du da reinpresst, ja. Und dadurch hast du halt nicht so viel an diese Antinährstoffe. Weil das ist auch so ein Thema, ja, wenn wir jeden Tag immer das Gleiche essen, ja, jeden Tag, dann gibt es Probleme mit zu viel Antinährstoffe, ja.